Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu diesem Webcast. Mein Name ist Peter Ulrich, arbeite als System Engineer bei Ingram Micro und zwar in der NetApp Business Unit. Und ich möchte Ihnen heute gerne etwas erzählen über die HCI oder genauer gesagt über so einen Spezialfall der HCI, den Two-Node-Cluster. Aber dazu später mehr. Ich möchte vorher noch vorab ein paar organisatorische Bemerkungen oder auch Bemerkungen in eigener Sache loswerden. Also dieser Webcast wird aufgezeichnet, das heißt, Sie brauchen keine Notizen zu machen. Sie können den jederzeit in unserer Mediathek auf unserer Ingram Micro NetApp Homepage abrufen. Da liegen auch alle anderen, jede Menge andere Webcasts bereit für Sie. Falls Fragen auftauchen sollten, dann würde ich Sie bitten, die in den Chat reinzutipseln. Mein Kollege, der Mirko Kümpfel, der sitzt virtuell neben mir. Eigentlich jetzt mal bei dem Homeoffice. Und der wird diese Fragen sammeln. Und am Ende des Webcasts werde ich die dann in einem Block dann versuchen, möglichst alle zu beantworten. Dann haben wir einen Plus in dem Webcast gewährleistet. Noch eine Bitte hätte ich, falls es irgendein Thema gibt, das Sie interessiert, das Ihnen auf der Seele brennt, das Ihnen an einem Herzen liegt, das Sie gerne hier in einem Webcast besprochen hätten, dann würde ich Sie bitten, das auch in den Webcast reinzutippen. Dann machen wir ein Wunschkonzert. Sie wünschen mir spielen. Wir werden dann Ihren Wunsch-Webcast in Kürze dann hier verwirklichen. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Das müsste alles gewesen sein. Dann legen wir mal los. Also so sehe ich aus. Da haben Sie auch meine Kontaktdaten. Falls irgendwelche Fragen auftauchen sollten, die müssen jetzt nichts mit diesem Webcast zu tun haben. Wenn es auch nur im Entferntesten mit NetApp zu tun hat, dann dürfen Sie mich jederzeit gerne kontaktieren. Genau, dann fangen wir mal an. Ich gehe mal über die Agenda kurz. Kommt zunächst eine Einführung, was denn überhaupt jetzt der Impuls für NetApp war, diese abgespeckte HCI-Version, sage ich mal, einzuführen. Danach gibt es einen kleinen technischen Überblick und einen Überblick darüber, wie sich denn dieser Two-Node in Betrieb anfühlt, was es dafür Best Practices gibt auch. Dann gibt es Details zu diesen sogenannten Witness-Nodes, da kommen wir später noch genauer drauf, was das ist. Und dann gehe ich ein bisschen tiefer in die Technik, in das Betriebssystem-Element. Das Betriebssystem, das da auf den Storage Nodes läuft. Und dann beleuchten wir mal, was da genau bei irgendwelchen Ausfällen denn passiert. Wenn da ein Node ausfällt, wie sich das auch unterscheidet von dem normalen, ausgewachsenen HCI, sage ich mal. Und zum Schluss gibt es noch Ressourcen, also einfach Quellangaben, wo man sich noch weiter schlau machen kann, wenn einen das Thema interessiert. Umreiße jetzt erstmal kurz, was HCI denn überhaupt ist. HCI ist im Prinzip ein komplettes Data Center in einem oder in mehreren solchen Chassis. Beim Two-Node reicht auch eine Chassis, beim ausgewachsenen HCI brauchen wir zwei Chassis. Das heißt, wir haben hier Storage Nodes drin, die für Storage sorgen. Wir haben Compute Nodes drin, wo dann im Normalfall VMware draufläuft, DSX-Server zwei Stück, 6.5 oder 6.7, da kommen wir später noch genauer drauf. Und dann fehlen nur noch die Netzwerkkomponenten, die muss man sich extra dazu kaufen, die bietet NetApp nicht an. Im Normalfall zwei 10G-Switches brauchen wir da eben noch dazu. Zwei, weil die natürlich auch redundant ausgelegt sein müssen. Und dann hat man da ein komplettes Data Center laufen. Also, genau, das ist die HCI. Und ursprünglich war die HCI eben mit die ursprüngliche Minimalkonfiguration eines ausgewachsenen HCIs waren vier Storage Nodes und zwei Compute Nodes. Und dann hat NetApp dazu entschieden, da auch noch was Günstigeres auf den Markt zu bringen. Also das Ziel war eben, das Einstiegsmodell möglichst günstig zu machen, dass man erstmal den Einstieg in die HCI-Welt finanzieren kann, sozusagen, auch die Unternehmen, die ein bisschen weniger Budget haben, und dann eben weiter wachsen zu können.
Also, genau. Haben Sie denn. NetApp hat sich den Markt angeschaut und hat die Mitbewerber auch angeschaut. Die größten sind dann Nutanix, VxWin und Hyperflex, wären da zu nennen, und hat sich dann eben verglichen mit diesen Mitbewerbern und hat da gesehen, da wo der rote Pfeil da jetzt hinzeigt, dass sie im Entry Market, also im Einstieg in die HCI-Welt, nicht so richtig was bieten. Und für Robo Market Coverage, Robo steht für Remote Office Branch Office, also für Außenstellen, nicht für die Zentrale, nicht für das zentrale Datacenter, sondern für die Außenstellen, was Kleineres anzubieten. Das machen die Konkurrenten auf jeden Fall besser. Und da hat sich dann eben NetApp entschieden, in den Markt müssen wir eben auch rein, um den Einstieg in die HCI-Welt zu ermöglichen, sozusagen. Und haben dann auch die Kunden befragt, was sie denn bereit wären, für so ein Einstiegsmodell in die HCI-Welt auszugeben. Und da kam eben dabei raus, dass die meisten unter 50.000 Dollar dafür springen lassen würden. Und so kam das dann zustande. So haben die sich überlegt, wenn wir da eben nur zwei Storage Nodes reinsetzen, dann können wir da ein günstiges Einstiegsmodell eben anbieten. Und was hat man da für Vorteile? Na, ich kann diese Dinger in die Robos, also in die Zweigstellen, kann ich die laufen lassen, beispielsweise. In Zentrale dann entsprechend was Größeres, oder ich kann halt auch zum Beispiel starten mit diesem Two-Node Storage und dann nach meinen Anforderungen eben weiter wachsen auf 3, 4, 6, 8 oder 100 Nodes. Wie weit man da wachsen kann, da kommen wir später noch genauer drauf zu sprechen. Big Feature Set in Small Package. Das heißt also, ich kann mit der abgespeckten HCI all das machen, was ich mit einer ausgewachsenen HCI auch machen kann. Also da läuft natürlich VMware drauf, ich habe ein komplettes Datacenter, kann da auch File-Services anbieten, indem ich da ein OnTap Select als virtuelle Maschine laufen lasse, kann ich da CIFS und NFS anbieten. Ich habe da keinerlei Einschränkungen über die Funktionalität in diesem abgespeckten HCI-Cluster. Ich kann auch Snap Mirror machen mit einem anderen HCI-Cluster oder auch mit einer ONTAP-Maschine, mit einer FAS, mit einer EFFFAS. All das, was ich machen kann mit einer ausgewachsenen HCI, kann ich auch hier mit der abgespeckten HCI machen, sozusagen. Was haben wir da für Anwendungsfälle und Zielmärkte? Natürlich auch die künstliche Intelligenz und Machine Learning. Das wächst ja immer mehr und die brauchen eben schon ausreichend Dampf, sage ich mal, und das bietet eben die HCI. NetApp hat dann, also muss man ein bisschen ausholen und erklären, was Express Packs sind. Express Packs sind sozusagen von NetApp vorkonfigurierte Systeme. Quasi von der Stange kauft man die dann. Die sind eben schon parat, die sind besonders leicht zu quoten auch. Die sind besonders leicht zu bestellen, die werden schnell geliefert und sind besonders noch bepreist. Und da gab es eben für die HCI diesen Pack 100. Und wenn man sich das mal anschaut, dann sieht man, was da alles drin ist. Besonders interessant ist hier die vierte, glaube ich, vierte Zeile von oben, wo es Storage heißt. Das ist jetzt die ausgewachsene HCI, sage ich mal. Sieht man, die hat hier vier H410S Storage Nodes. Und diese Two-Node-Variante, die sieht man im Pack daneben rechts, das Express Pack 101. Wenn man sich das anschaut, es ist alles genau gleich wie bei der ausgewachsenen HCI, nur hat sie eben statt vier Storage Nodes nur zwei Storage Nodes und der Rest ist exakt dasselbe. Wir zum technischen Überblick. Also, wie funktioniert das Ding? Ich kann zum Beispiel das in eine Chassis reinbauen, wie man hier sieht. Diese Chassis, die bietet Platz für vier Nodes. Und ich kann dann natürlich zwei Storage Nodes, das sind die orange markierten, hier hinten reinstecken. Und dann habe ich noch Platz für zwei Compute Nodes. Und auf diesen Compute Nodes laufen virtuell zwei VMs, zwei Witness VMs. Das sind die kleinen weißen Kästchen, die man da oben sieht. Es ist nämlich so, dass zugrunde liegt hier für die Storage Cluster die SolidFire. Und SolidFire Cluster gibt es eben, da müssen mindestens
minimal vier Cluster-Nodes zusammenspielen. Wenn man jetzt sich zwei Nodes einsparen möchte, dann muss man die eben ersetzen durch sogenannte Witness-Nodes. Das sind zwei Maschinen, die auf die Compute-Nodes laufen, die bieten selber keinen Storage an. Die sorgen nur dafür, dass der Cluster eben, ja, dass der Cluster eben sein Quorum machen kann und so weiter, dass der Cluster seine Cluster-Funktionalität hat, aber die bieten keinen Storage selber an. Das klappt auch nur mit der HCI. Das klappt nicht, wenn man das machen will mit der SolidFire, mit dem All-Flash Array SolidFire klappt es nicht, sondern es klappt nur mit der HCI. Da ist es nur supported. Ich bin da auch beschränkt in der Auswahl, was ich jetzt da für Storage Nodes nehmen kann. Ich muss mich da entweder auf die 480 Gig SSD Variante oder die 960 Gig SSD Variante beschränken. Die zwei Modelle habe ich zur Verfügung. Alles andere wird nicht supported. Aber es ist natürlich eine vollständige Hochverfügbarkeitslösung, dieses Ding. Das ist tolerant gegen alle möglichen Ausfälle. Ich habe hier keinen Single Point of Failure. Mir kann ein Storage Node ausfallen, mir kann ein Witness Node ausfallen, mir kann Compute Node ausfallen, wir können SSDs ausfallen. Also das ist eine vollständige HA-Solution auf jeden Fall. Aber ich habe natürlich, da steht Resiliency Trade-offs. Ich habe natürlich ein bisschen weniger Redundanzen wie beim ausgewachsenen HCI-Cluster mit vier Nodes. Nichtsdestotrotz, das von alle Data Services supported, habe ich vorhin schon erwähnt. Ich kann hier alles machen, was ich mit der großen ausgewachsenen HCI auch machen kann. Und ich kann natürlich das Ding dann bei Bedarf später dann erweitern auf drei oder auf vier oder noch mehr Nodes. Was hat das jetzt mit diesem Witness Node auf sich? Was ist das jetzt genau eigentlich? Also ich habe hier in so einem Cluster brauche ich eben der eine oder andere, der mit Cluster schon ein bisschen was zu tun hatte, wird das kennen. Ich brauche da eben ein Quorum. Ich brauche eine Mehrheit. Ich brauche mindestens drei Nodes, dass ich eine Mehrheit habe, um so Dinge eben zu vermeiden wie Split-Brain-Situationen und ähnliches. Und wenn mir eben einer ausfällt, ein Node ausfällt, sei das jetzt ein Witness-Node oder sei das ein Storage-Node, dann bleibt eben nur noch einer übrig und dann also bleiben nur noch drei übrig und dann habe ich eben dieses Minimum Ensemble-Size von drei, die ich eben brauche, um den Cluster immer noch aufrecht am Laufen zu halten. Genau. Es gibt da Block-Data und Slice-Data steht da. Block-Data sind jetzt die normalen, sage ich mal, User-Daten, nenne ich es mal. Und die Slice-Data sind die Metadaten dazu. Ein HCI funktioniert prinzipiell so, dass jeder Block doppelt gespeichert wird. Er wird doppelt abgelegt und diese Duplikate werden so verteilt auf den Cluster, dass das möglichst redundant ist, dass mir eben ein Node ausfallen kann, ohne dass ich einen Datenverlust habe. Und die Slice-Data, das sind im Prinzip die Landkarte sozusagen, wo denn diese Duplikate liegen. Die Slice-Data geben wir an, wo welche Blöcke liegen. Und die Zookeeper-Data, das sind einfach nur die Daten, die ich brauche für die Cluster-Kommunikation, Cluster-intern, dass der Cluster eben laufen gehalten. Ah, da steht, ja, da steht noch unten diese Witness Nodes, die laufen auf lokalen Disks von den HCI Compute Nodes. Die liegen also nicht auf dem normalen Data Store, sondern die liegen auf den lokalen Platten der ESXen, wenn man so will. Genau, wie kriege ich jetzt diese Witness VMs? Naja, ganz einfach. Also, wenn ich so ein HCI Cluster ins Rack schraube und verkable und einschalte und mich darauf verbinde, dann komme ich automatisch auf diese NDE. Das ist diese NetApp Deploy Engine. Das ist so ein Wizard, der mir hilft bei der Konfiguration und bei der Bereitstellung des Clusters. Da passiert so einiges, was die NDE im User abnimmt. Das wird zum Beispiel, naja, das ESX wird installiert. Ich kann da wählen, ob 6.5 oder 6.7, was ich da haben will. Dann wird der Storage Cluster wird da gebaut, dann wird das vCenter deployed, dann wird ins vCenter werden auch die Alarme von der HCI
eingestellt. Also ich kann den HCI vollständig aus dem vCenter raus administrieren, und auch wenn eine Platte ausfällt, also eine SSD ausfällt oder ähnliches, dann bekomme ich auch im vCenter einen entsprechenden Alarm. Also ich kann die ganze Zeit im vCenter bleiben. Und daher müssen eben solche Alarme eben auch erst im vCenter ja, eingespielt werden. Das macht auch die NDE für mich. Management und viele andere Sachen macht die NDE, und das dauert, man muss man am Anfang ein paar Eingaben machen, und wenn so denn alle Voraussetzungen stimmen, soweit ich die Switches, die noch dazugehören, richtig konfiguriert habe, rattert es dann eben durch und ist innerhalb von 45 Minuten dann betriebsbereit. Und betriebsbereit heißt, dass ich die erste User-VM dann praktisch drauflegen kann auf mein Datacenter. Genau. So läuft es. Und wenn ich nur zwei Nodes habe, dann merkt es die NDE und installiert dann eben automatisch diese Witness-VMs auf die Compute-Nodes drauf als virtuelle Maschinen und legt den Speicher dafür, über den sie brauchen. Die Maschinen kommen dann eben aus den Compute-Nodes, aus den Local Disks. Bei einem ausgewachsenen HCI habe ich, wie gesagt, vier Storage Nodes. Und wenn mir da einer ausfällt von diesen Storage Nodes, dann macht der ausgewachsene HCI ein Auto-Healing. Also alle Blöcke sind, wie gesagt, doppelt vorhanden. Wenn ein Storage Node ausfällt, sind die aber so verteilt, dass ich keinen Datenverlust habe. Und Auto-Healing meint dann, damit wird gemeint, dass der ausgewachsene HCI-Cluster mit vier Storage Nodes nach Ausfall eines Storage Nodes die Blöcke wieder so auf die verbleibenden drei Storage Nodes verteilt, dass die wieder vollständig redundant verteilt sind, dass ein weiterer Node ausfallen kann, ohne dass es zu Datenverlust kommt. Das kann ich beim Two-Node natürlich nicht machen. Wenn mir beim Two-Node ein Storage Node ausfällt, also ein echter Storage Node, nicht so ein Witness, dann sind die Daten eben nur noch einmal vorhanden. Auto-Healing läuft da ein bisschen anders. Der versucht dann schon, die Daten wieder zu doppeln, die Blöcke alle wieder doppelt, aber er hat ja nur noch sich einen einzigen Storage Node übrig, und so denn genug Platz ist, genug freie Kapazität vorhanden ist, nachdem die Hälfte von dem Speicher ausgefallen ist, versucht er schon, oder macht es auch, die Blöcke wieder doppelt zu halten, insofern Platz vorhanden ist. Was man nicht machen kann, ist ein Auto-Healing. Das ist klar. Wenn dann ein zweiter Node dann ausfallen würde, dann wäre natürlich alles weg. Das ist klar. Aber solange das Ding im Normalzustand sich befindet, habe ich keinen Single Point of Failure. Mir kann ein Node ausfallen, ohne dass ich Datenverlust habe. Schlimmer wird es, wenn da mehrere Fehler auftreten. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Storage Node wegbricht und ich habe dann zusätzlich noch einen SSD-Drive, das mir ausfällt von auf meinem überlebenden Storage Node, dann habe ich ein DU, also Data Unavailability. Die Daten sind noch nicht verloren, aber ich kann im Moment halt nicht darauf zugreifen, solange bis die SSD eben wieder kommt. Wenn ich hingegen ein Slice Drive verliere, habe ich vorher gesagt, das ist diese Landkarte, wo draufsteht, wo die Blöcke und die Duplikate von den Blöcken liegen, dann habe ich Data Loss, dann habe ich Datenverlust. Dann, also wenn mir ein Node ausfällt und zusätzlich noch das Slice Drive von dem verbleibenden Node, dann habe ich ein ernsthaftes Problem, dann habe ich eben Datenverlust. Dann habe ich hoffentlich ein Backup, und andernfalls sind die Daten echt verloren. Das ist natürlich schon ein Unterschied zum ausgewachsenen 4-Node-Cluster, wo ich nicht so schnell auf Datenverlustlose. Na gut, man muss schon sagen, es muss ein Node wegbrechen und dann noch ausgerechnet dieses Slice Drive. Das ist der Storage Node hat sechs SSDs drin, und eine von diesen SSDs ist ein Slice Drive. Und wenn ausgerechnet diese eine SSD dann auch noch ausfällt auf dem verbleibenden Storage Node, dann habe ich halt ansonsten eben nicht. Also es muss schon ziemlich dumm laufen. Nichtsdestotrotz, ein 4-Node-Metro-Cluster, ein ausgewachsener, ist da viel besser dagegen geschützt. Viel besser. Gibt noch andere Vorteile, da kommen wir später noch drauf. Genau.
Auch wie die Blöcke verteilt waren, ist bei dem Tuner-Cluster natürlich ein bisschen anders. Da liegen auch diese Schwellwerte, ab wann der Cluster als voll gilt, anders als beim 4er-Cluster, kommen wir später noch genauer drauf. Was sind jetzt die Legosteinchen, aus denen ich meinen HCI-Tuner-Cluster zusammenbaue? Ich habe natürlich zwei Storage-Nodes und die müssen aber vom selben Typ und vom selben Modell sein. Das sind zwei identische Storage-Nodes. Das ist beim Warnout HCI nicht zwingend der Fall. Ich kann also die zwei Supported Modelle hier für den Storage Node nehmen und für Compute Nodes kann ich alles Mögliche nehmen. Das kann ich nehmen, sämtliche Modelle, die es gibt. Ich bin nur beschränkt bei den Storage Nodes, die müssen identisch sein. Wenn ich das dann erweitern möchte, diesen Two-Node, auf einen Three-Node oder gar einen ausgewachsenen Four-Node oder noch größer, da muss ich, wenn ich einen Drei-Node mache, auf jeden Fall nochmal, sollte ich da dasselbe Typ und selbe Modell nehmen. Wenn ich das nicht mache, dann habe ich diese Stranded Capacity. Da sehen wir noch genauer, was es damit auf sich hat später. Im Prinzip ist es so, wenn ich ein größeres Modell nehme, dann kann eben nicht die ganze Kapazität verwendet werden. Das sehen wir aber später noch, da kommt später noch ein bisschen hinzu. Und empfohlen wird natürlich, wenn man sowas ausbauen will, so ein Two-Node-Cluster, dass man gleich auf ein Vier-Node-Cluster geht, weil erst dann hat man eben die volle Redundanz, hat dann auch mehr Kapazität natürlich und ja, mehr Performance. Kriegt dann natürlich mehr Storage-Nodes, mehr IOPS raus, das ist klar. Also, jetzt habe ich einen Two-Node-Cluster und jetzt will ich das aber ausbauen und will mir einen dritten Storage-Node kaufen. Also 3-Node-Cluster ist ebenfalls eine valide Konfiguration. Die können zustande kommen, indem ich eben einen 2-Node-Cluster ausbaue auf einen 3-Node-Cluster oder indem ich gleich mit 3-Nodes starte. Würde ich aber dann empfehlen, wenn ich schon 3-Nodes noch mal ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen, 4-Nodes zu nehmen, weil das wirklich Vorteile mit sich bringt, was IOPS anbelangt, was Performance anbelangt, was Redundanz anbelangt vor allem, Autohealing anbelangt und so weiter und so weiter. Aber das sehen wir später dann noch. Also volle Redundanz bietet dieser 3-Node-Cluster schon, genau wie der 4-Node-Cluster auch. Ist sehr viel sicherer als der 2-Node-Cluster. Aber ich kann halt nicht die komplette Kapazität von dem dritten Node nutzen, weil das eben in diese Redundanz reinfließt. Und nicht in die nur zwei der sechs Platten, die ich da hinzufüge bei so einem Storage Node, bringen mir dann wirklich Kapazität. Der Rest ist dann für die Redundanz, Autohealing und so weiter, das dann eben mit drei Nodes schon sehr viel besser funktioniert oder voll funktioniert im Gegensatz zum Two-Node-Cluster. Das steht beim dritten Punkt, beim Scaling Two-Node-Cluster. Der dritte Node bringt halt hauptsächlich diese Redundanz, diese Sicherheit und natürlich auch Performance, aber nur begrenzt Kapazität. Genau. Also mit Hunger. Ja, genau, dann habe ich eben einen Witness Node und habe dann drei echte Storage Nodes. Diese Modelle kann ich nehmen. Bei dem Storage Node Modell bin ich da beschränkt auf die 410S0 und die 410S1. Das S steht immer für Storage, das C bei den Compute Nodes steht natürlich für Compute. Da habe ich die Wahl, eine Höheneinheiten zu nehmen oder zwei Höheneinheiten zu nehmen. Aus diesen zwei Höheneinheiten Storage Nodes kommen 50.000 IOPS raus. Und wenn ich die andere Variante nehme, die 610.1 Storage Nodes, da kriege ich 100.000 IOPS raus. Da habe ich doppelt so viele SSDs auch. Ich sage immer Platten, das sind natürlich SSDs. Wir haben hier ein All-Flash-System. Da habe ich nur Flash-Speicher drin, da gibt es keine Platten. Also die 12 SSDs bringen natürlich doppelt so viel IOPS wie die 6 SSDs. Das ist klar. Wenn ich mehr Power brauche im Compute-Bereich, dann kann ich da auch die 610C Compute Node nehmen. Kommt dann noch mit zwei Nvidia Tesla M10 Karten drin, eignet sich für VDI und noch einen größeren Bruder brauche,
mit noch mehr Performance auf Compute-Seite, dann kann ich die 615C nehmen. Die ist für alles Mögliche geeignet, wo ich eben extreme GPU-Leistung auch brauche. Die kommt optional, kann ich da drei Nvidia Tesla T4-Karten reinstecken. Also Scaling, wie funktioniert das Scaling? Fange an mit zwei und zwei Compute Nodes, zwei Storage Nodes, kann dann wachsen auf bis zu 64 plus 40 Nodes. Also über 100 Nodes kann ich da einen großen Cluster machen. Hier sieht man den ersten Schritt von Two Storage Node nach drei Storage Node. Dann habe ich eben nur noch einen Witness Node und habe dann drei Storage Nodes, wie man hier sieht. Und die Balken, also der dunkelblaue Balken, der ändert sich kaum. Das sind nur die zwei SSDs, die da hinzukommen. Die Kapazität wächst bei Aufstocken auf drei Storage Nodes nur geringfügig. Was wächst, ist die Fullness. Also was heißt Fullness? Komplett ist er eigentlich erst mit vier Nodes. Das sieht man dann ganz rechts hier. Da gibt es dann auch für den vierten Node, da wächst die Kapazität auch deutlich an. Da geht die ganze Kapazität wirklich dann, steht da auch zur Verfügung. Und das Ding und die Resiliency, das ist die Redundanz, die Ausfallsicherheit sozusagen, die wächst natürlich auch. Und beim 4-Node-Cluster ist sie dann vollständig ausgewachsen. Wenn ich jetzt weitere Storage Nodes noch hinzufüge, dann wird da nur der dunkelblaue Balken wachsen. Ich kriege da dann eben mehr Kapazität. Auch mehr Performance natürlich, weil ich mehr IOPS habe, aber das wird hier mit diesen drei Balken gar nicht betrachtet. Und es wird natürlich empfohlen, wenn ich schon von einem Two-Node-Cluster wachse, dass ich doch bitte gleich einen Vier-Node-Cluster nehmen soll. Aus offensichtlichen Gründen ist das besser. Was nicht supported ist, hier noch aufgeführt, ich kann nicht unterschiedliche Storage-Nodes mixen, wie ich das beim Four-Node-Cluster kann. Das sind verschiedene Modelle aufgeführt, die eben nicht supported sind. Die supporteten haben wir vorhin schon gesehen. Genau, das Ganze mit dem Solid Fire zu bauen ist nicht supported, haben wir auch schon gesagt. Das ist nur mit der HCI geht, so ein Two Storage Node HCI zu bauen. Und ich kann, wenn ich einen dritten Storage Node hinzufüge, dann muss der mindestens genauso groß sein wie die beiden schon vorhandenen oder größer. Wenn er größer ist, dann habe ich das Problem mit diesem, eventuell das Problem mit diesem Capacity Tax. Aber das sehen wir nachher noch. Was ist nicht supported? Es ist nicht supported, diese Witness VMs irgendwo anders laufen zu lassen als auf den lokalen Data Stores, also auf den lokalen Platten der Compute Nodes, der ESX-Server sozusagen. Naja, klar, wenn ich die so ein Witness Node zum Beispiel jetzt auf den ganz normalen Data Store legen würde, dann würde der VM, dann würde diese Witness VM auf Storage Node praktisch laufen. Wenn dann der Storage Node ausfällt, habe ich nicht nur den Storage Node verloren, sondern die Witness gleich mit dazu. Dass das keinen Sinn macht, das leuchtet ein. Ich habe vorher schon erwähnt, diese NetApp Deployment Engine, dieser Wizard, der einen begrüßt, wenn man das Ding ins Rack reinschraubt, verkabelt, anschließt und sich darauf verbindet, dann kommt man eben auf diesen NetApp Deployment Engine. Und aktuell ist gerade die Version HCI Version 1.8 und die Element Software Version 12.0. Ich glaube, die kamen irgendwann dieses Jahr im April raus. Die sind immer noch die aktuellsten, die es gibt. Und eben seit diesem Release ist es überhaupt erst möglich, einen Two-Node-Storage-Cluster zu implementieren, zu bauen. Und da unten steht nochmal, was die NetApp Deployment Engine alles macht. Hatte ich vorhin schon ein bisschen erwähnt. Die initialisiert das System, die konfiguriert das System, die baut den Cluster, die baut meine VMware-Umgebung auch, macht verschiedene Sachen, validiert das Ganze zum Schluss und genau, innerhalb von 45 Minuten, wenn die Voraussetzungen stimmen, ist es dann durch und ich kann meine erste User-VM drauflegen. Während dieses NDE-Wizard-Ablaufs kann ich dann wählen, ob ich die VMware-Version VS 4.6.5 oder 6.7 haben will.
Ich habe auch noch unterschiedliche Netzwerk-Konfigurationsmöglichkeiten. Ich kann das VLAN natürlich, das VLAN-Tagging selber wählen. Ich habe die Wahl, ob ich ein 2 oder ein 6-Cable-Deployment machen möchte. Ich kann das mit oder ohne DHCP installieren. Wenn ich ein 6-Cable machen will mit der H410C, mit den Compute Nodes, dann wird Virtual Disk Service und Virtual Shadow Copy Service nur mit dem 6-Kabel eben supported. Bei der 615C gilt noch ein bisschen was anderes. Das sind Spezialfälle, da brauchen wir jetzt nicht näher drauf einzugehen. Wo sieht dann irgendwie die zweite oder dritte Seite aus von dem NetApp Deployment Engine Wizard? Und da sieht man unten das rot umrandete. Da hat der Wizard schon gemerkt, es gibt nur zwei Storage Nodes. Da lege ich mal zwei Witness Nodes auf die Compute Nodes drauf und schlägt es dann gleich mal vor. Also der erkennt es dann, wie die Storage Nodes, natürlich erkennt er, dass die Storage Nodes vorhanden sind und wählt entsprechend die Installation von Witness Nodes dazu oder eben nicht. Ein und dieselbe NetApp Deployment Engine, auch, egal wie viele Nodes ich habe, ob ich da jetzt vier Nodes habe oder ob ich zwei Nodes habe, die erkennt, was da gerade Sache ist und schlägt mir dann das entsprechende vor. Wenn ich den Storage Node dann, oder den Storage Cluster erweitern möchte, um einen dritten Node oder um einen vierten, dann kann ich da auch den NDE dafür hernehmen, diese NetApp Deployment Engine. Kann ich auch mit der machen. Da gibt es noch Besonderheiten zu beachten für diese Witness-VMs. Also Witness-VMs verhalten sich genauso, jedenfalls was die Upgrade-Prozedur angeht, wie ein normaler Storage-Node. Sprich, wenn ich da ein Storage-Node update, wenn ich da ein neues Element X drauf spiele beispielsweise, dann muss auch der Witness-Node entsprechend upgedatet werden. Und da gibt es eine Prozedur, wie man das am besten macht. Das kommt nachher noch genauer. Der Witness Node, den kann ich upgraden so, über diesen Management Node. Da gibt es noch eine virtuelle Maschine, die hatte ich glaube ich noch nicht erwähnt, den Management Node. Die wird auch von der NDE automatisch kreiert. In diesem Management Node kann ich eben den HCI Cluster, zum Beispiel den Witness Node, upgraden. Für sowas ist er da. Genau. Braucht man eher selten im täglichen Betrieb ist es nicht so der Fall, dass man den braucht, aber wenn man zum Beispiel ein Upgrade machen will, dann schon. Wenn mir irgendwie ein Witness Node verloren geht, ich den aus Versehen lösche oder sonst irgendwie ein Unglück passiert, dann kann ich den auch als OVA runterladen und kann auch so den Upgrade dann machen, die runterlade. Es geht auch. Wenn ich die ESX-Hosts upgrade, ein neues ESX einspielen will oder eine neue Version oder ein Patch Level 5 oder was auch immer, dann kann ich das schon mit dem VMware Upgrade Manager machen, aber ich muss zuvor diese Witness VM runterfahren, ich muss die disablen, ich muss die ausschalten. Und ich kann natürlich nur einen Compute Node auf einmal upgraden, updaten. Weil wenn ich da beide gleichzeitig updaten würde, dann würde ich ja beide Witness Nodes abschalten müssen. Dann hätte ich keinen funktionierenden Cluster. Also immer eins nach dem anderen, das empfiehlt sich ja sowieso. Käme auch nicht auf die Idee, wenn ich zwei Compute Nodes habe, beide gleichzeitig abzudaten, weil dann sind ja beide Compute Nodes ebenfalls weg. Also das ist natürlich auch ein Problem, aber auch die Witness Nodes hätten dann ein Problem. Also es gibt viele gute Gründe, das nacheinander ein Rolling Upgrade dann eben durchzuführen. Das macht man im Normalfall sowieso. Und es ist halt auch nicht möglich, dann diese Witness Node über vMotion auf einen anderen ESX rüberzuschieben. Das geht gar nicht, weil der ja auf dem lokalen Disk liegt. Da ist nichts mit vMotion. Node-Details. Was sind die Anforderungen für diese Witness Node VMs? Die brauchen vier CPUs, die brauchen 12 Gigramm und die belegen 67 Gig Speicher auf diesen lokalen Platten von den ESXen im Prinzip.
Und die haben auch Anforderungen an das Netzwerk, aber das macht die NDE, dieser Deployment Wizard, automatisch. Diese Netzwerke heißen dann eben HCI Internal Storage Data Network und HCI Internal Storage Management Network, da nur so nebenbei. Es gibt auch eine GUI, ich kann mich auch auf die Witness Nodes mit einer Remote-Konsole draufgehen. Da gibt es diese Text-User-Interface, wo ich zum Beispiel auch die Software-Version abfahren kann, wo ich System-Tests machen kann, Maintenance-Tasks, verschiedene Sachen, die ich alle im laufenden Normalbetrieb eher nicht brauche. Und es wird auch ein Template angelegt. Automatisch, wenn die Witness Nodes deployed werden, habe ich auch dieses Template, aus dem ich wieder Witness Nodes generieren kann. Ich habe auch die Möglichkeit, habe ich schon erwähnt, ein UVA runterzuladen und das zu deployen. Also, falls mir da irgendwie was Blödes passiert mit meinen Witness Nodes, dann habe ich da mehrere Möglichkeiten, wie ich mich da wieder aus der Misere rausmanövrieren kann. Jetzt kommen wir zu dieser Stranded Capacity. Wenn ich also jetzt zwei Storage Nodes, die Zahlenbeispiele sind vielleicht nicht ganz glücklich gewählt, aber wenn ich jetzt zwei Storage Nodes habe mit jeweils 50 Gig und ich will die jetzt erweitern mit einem dritten Storage Node und der hat 120 Gig, dann wird das nicht funktionieren, weil 120 Gig eben mehr sind als die bisher vorhandenen 2x50 gleich 100 Gig. Deswegen würde, wenn man das, man könnte das natürlich machen, aber dann wird eben die Kapazität von dem dritten Node so formatiert, sozusagen, dass da eben nicht mehr als die vorhandene Kapazität, eben diese 100 Gig bereitgestellt werden. Warum ist es so? Naja, weil es sonst nicht klappt mit dem Verteilen, mit dem redundanten Verteilen sämtlicher Blöcke auf alle vorhandenen Nodes. Deswegen darf der dritte Node nicht größer sein als das bisher vorhandene. So funktioniert das. Das wird die NDE aber automatisch machen und die Kapazitäten wegknapsen. Wäre halt schade um die verlorene Kapazität sozusagen. Was passiert denn beim Failure? Was passiert beim Ausfall? Jetzt habe ich so einen Tunon-Class hier mal angemalt. Da sieht man jetzt wieder die Blöcke, Blockdata, das sind die dunkelblauen. Die Metadata, das sind die grauen Kasten da. Also Slice Data wurde vorhin auch mal genannt, das ist diese Landkarte, wo die ganzen liegen im Prinzip. Und wenn mir jetzt ein Node ausfällt, der untere nämlich, dann wird natürlich versucht, diese Blöcke 1 und 2 wieder redundant auf dem verbleibenden Storage Node herzustellen, so denn Kapazität vorhanden ist. Das sind diese hellblauen Blöcke. Der New Block 1 und der New Block 2 wird dann eben wieder auf die SSDs verteilt, sodass mir beim Ausfall einer weiteren SSD, einer Block-SSD, gar nichts passiert, außer dass möglicherweise, also wenn ich Storage zur Verfügung habe für die neuen Blöcke, wenn jeder Block gespiegelt werden kann. Das bedeutet ja, dass dieser verbleibende HCI Storage Node, der jetzt ja alle Daten hält, maximal zur Hälfte voll ist, maximal zur Hälfte belegt ist, dass er noch genügend Platz hat, um jeden Block dann nochmal auf dem Storage Node selber wieder das Duplikat herzustellen. Wenn das nicht der Fall ist, was ja gut passieren kann, dann kann es eben bei Ausfall einer SSD dann doch zu Data Unavailability kommen. Das ist das, was da in der Mitte so ungefähr steht. Und wenn wir das Slice Drive ausfällt, also diese Metadaten ausfallen, dann habe ich keinen Zugriff mehr auf diese Metadaten. Beide Kopien sind weg. Da hilft dann nur noch ein Restore vom Backup, das ich hoffentlich habe. Hier nochmal zusammengefasst, was passiert denn, wenn mir ein Compute-Node ausfällt oder nicht oder. Wenn ein Compute-Node ausfällt, dann fällt gleichzeitig auch die Witness-VM natürlich aus, die drauf läuft. Da hab ich überhaupt keinen Einfluss auf die Daten, die sind nach wie vor alle verfügbar. Und weil ich eben zwei Compute-Nodes habe, dann wird das Ensemble eben ein Auge machen auf den verbleibenden Witness-Node, der auf dem zweiten Compute-Node läuft, alles gut.
Wenn ein Storage Node ausfällt, dann passiert mir auch noch nichts. Ich habe immer noch keine Daten, keinen Einfluss auf die Datenverfügbarkeit, aber das Auto-Healing klappt halt bei zwei Nodes eben nicht. Ich sollte dann diesen ausgefallenen Node schnellstens reanimieren oder ersetzen durch einen neuen. Wenn mir ein Storage Node ausfällt und eine Witness VM gleichzeitig, dann ist das Ensemble nicht mehr verfügbar, die Daten sind nicht mehr verfügbar, ich muss den Witness Node oder den Storage Node, am besten natürlich beide, recovern, dass ich da wieder auf meine Daten zugreifen kann. Ich gehe jetzt mal nicht alle einzelnen Fälle hier durch. Was wäre denn noch wichtig? Die haben wir, glaube ich, eh schon alle besprochen. Das ist jetzt hier nur mal die Zusammenfassung, was bei welchem Ausfall so genau. Genau, dann gibt es noch ein paar Ressourcen zum Besten hier. Also im Field-Portal findet man einen Technical Report, der Nummer 4873, über den TrueNode-Cluster. Da steht noch ein bisschen was drin drüber. Kriege ich auch über NetApp.com dieselbe Dokument, dieses PDF. Ich finde natürlich unter docs.netapp.com die komplette NetApp HCI und Element Software Dokumentation. Ich habe auch eine Konzeptpage. Es gibt eine Customer Presentation, die eher ein bisschen knapp gehalten ist. Und. Also ich kann mich im Fieldportal nochmal schlau machen drüber, wenn ich da weitere Informationen brauchen sollte. Oder Sie können sich selbstverständlich auch an mich wenden, zum Beispiel mit den Fragen, die es eventuell gibt. Da frage ich mal meinen Kollegen Mirko, ob irgendwelche Fragen aufgetaucht sind. Nee, aktuell nicht. Keine Fragen, dann Keine bedanke ich Fragen. mich für die Aufmerksamkeit, wünsche noch einen schönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.